Hallo und willkommen zurück zu Mutant Year Zero. Und wir betreten jetzt das nächste Gebiet, nämlich unerforschter Schauplatz. Obwohl der Zonenmog in dieser Region sehr dicht ist, muss er sich schlichten, um seine Geheimnisse freizugeben. Wenn du rumsuchst oder sterben willst, solltest du die Gegend einen Besuch abstatten. Achso, da wissen wir, weil wir noch nicht wissen, was es ist. Ah, okay, da muss ich erst hier hin. Um dann das Gebiet direkt zu betreten, sozusagen. Aber ich glaube, wir gehen dann zuerst zum Auto. Natürlich, ich weiß jetzt nicht, welches das Auto ist. Wahrscheinlich dort, wohin auch der Wegweiser ist, ist nicht das Auto. Upp. Achso, du hast nur einen Punkt übrig. Wir haben jetzt unseren guten Markus mit dabei. Unseren Neuzugang. Mal schauen, wie gut er sich schlägt. Ich habe von diesen vorher gehört. Never saw them. Weird how they're all connected. Back in the ancient days, these machines were everywhere. Something's not right here. Okay, hier warten wir noch gar nicht. Ich dachte, das ist ein Gebiet gewesen, wo wir schon mal gewesen sind. Weil wir halt eine Schnellreise hinmachen konnten. There's at least one, maybe two zone dogs in the immediate area. And they are hungry. No one throw a bone. Niemand wirft einen Knochen. Notiz von Stalker Oscar. Vor ein paar Tagen haben meine Crew und ich bei Prip ein bisschen gewürfelt. Ich hatte eine Pechsträhne und habe mich nicht wirklich auf das Spiel konzentriert. Deshalb ist mir aufgefallen, wie Prips leise mit einem zwielichtigen Gast am dritten Tisch hinter uns redete. Ihre Unterhaltung schien ziemlich intensiv zu sein und Prip gab seinem neuen Freund einen Grog nach dem anderen aus. Als der Fremde kaum hörbar ein Groglager der Altverordneten erwähnte, begann Prips Augen vor Aufregung zu leuchten. Wie es aussieht, gibt es im Süden etwas, das wir uns ansehen sollten, sobald wir nüchtern genug sind, und um unsere faulen Ärsche in Bewegung zu setzen. Stalker Oscar. Aha, ein Groglager. Die Frage ist, sind wir jetzt hier oder ist das einfach nur ein Notiz gewesen, die wir es einfach so gefunden haben? Oh, guckt mal, ein Zug. Klettern wir mal aufs Dach. Ups. Können wir gehen? We got company. Was wo denn? Damn, Zone Dogs! They were smaller in the old days, dumber too. We got the weapons! Zone dogs got old weapons in the paws. We are the kings of the zone. Not them. Then go to the zone dog and tell that to his face. You want to get eaten like Skeezel, Bam Bam, and Treepo? Go for it. Yeah, yeah, make fun of me. Go ahead, then. Dead claws. Okay, Level 25, der ist zwei Stufen über uns. Nur mal in die Ruhe gucken. Axtkriegerwaffe. Das ist eine Rüstung. Träger ist immun gegen Sturmgriffe. Nach dem Studium einer mysteriösen Silberschreibe, die in den Ruinen der Altverordneten gefunden wurde, kommen die Chronisten zu dem Schluss, dass es sich hier um eine Waffe langhaariger Axtkrieger
gehandelt haben muss. Diese elektrisch betriebene Waffe war offenbar vergleichsweise schwer, da sie an einer robusten Gurtbefestigung über der Schulter getragen wurde. Die Axt selbst gibt es leider nicht mehr, aber der Geist dieser vor langer Zeit ausgestorbenen Metallheads lebt weiter. Okay. Nehmen wir mit. Mal gucken, wie wir das dann gleich geben. Gegen kritische Treffer. Vielleicht liegen hier, hä? Jo. Bitteschön. Freudig. So, solange ich hier eine defekte Waffe mitnehme. Solange ich hier noch keinen roten Punkt sehe, kann ich auch noch mit Licht rumlaufen, damit ich ein bisschen mehr sehe und schneller bin. Chemiefackel nehme ich auch mit. Hier liegt mal was. So ein Hund, okay. So. Gucken wir von den anderen, die da hinten waren, ob ich da vielleicht. Irgendein lautlos ausschalten kann. Das wäre natürlich wieder ziemlich cool. Gucken wir erstmal hier noch ein bisschen die Umgebung erkunden. Ich glaube, hier ist jetzt wirklich nichts mehr. Nee, ich glaube nicht. Gut, da schleichen wir uns mal an die Typen da von hinten ran. Es waren mindestens zwei. Der eine ist ziemlich fette Rüstung und ziemlich viel Leben. Leben. Heilige Scheiße, der viel. Ich krieg schon nicht lautlos 24 Schaden, das krieg ich. Das krieg ich nie und nimmer lautlos hin. Fünf. Nee. Das krieg ich nie mal laut. Voll hin. Mitgenommen. Den Schamane auch 24 Leben. Vielleicht noch 14 Linker, die ich hinkriegen, aber der patrouilliert nicht, sondern steht da bloß dumm rum. Hier ist der Panzer. 30 Leben. Eigentlich bräuchte ich. Na, nee. Eigentlich bräuchte ich jetzt. Müsste Bowman jetzt auch noch eine Fernkampfwaffe haben. Kann ich jetzt eigentlich Waffen und sowas wechseln? Ich kann sowas Team wechseln einfach. Bowman kriegt jetzt. Noch das Ding. Dann kann ich mich nicht oben auf den Zug stellen.
mich dann bitte so einbunkern. Irgendwie ein bisschen gemein, finde ich es schon. Bis jetzt, so zu dem Punkt hin, habe ich es ja gerade so immer noch geschafft, lautlos sie auszuschalten. Aber ich habe jetzt nichts bekommen, was mich wirklich stärker macht. Immer da 3% mehr, dort mal mit Leben und so. Aber keine Waffe, die wirklich lautlos ist und einen deutlich stärker macht. Aber die Gegner haben deutlich am Leben angezogen. Dann kann ich sagen, lautlos kann ich jetzt vergessen. Weil lautlos funktioniert nur, wenn ich sie halt wirklich auch direkt kille. Und nicht erst noch, danach gleich noch einen Kampf um mich eröffne. So, speichern. So. Ja, dann machen wir einfach mal einen Hinterhalt, ne? Null. Den dicken. Nee, ich kann auch den kleinen. Ich frage erst den kleinen ausschalten, damit er mir einen. Das ist immer so die Zwickmühlenfrage, ne? Erst den fetten ausschalten oder zuerst ein kleines Kropfzeug. Um sich dann auf den fetten konzentrieren zu können. Ich glaube, ich mache das kleine Kruppzeug. Vielleicht treffe ich kritisch. Wir können hoffen. Ja. Ach, wirklich? Ich habe mich gehört. Kontrolliere mit einmal. Das ist einer, der Verstärkung ruft. Ei. Lass ich das erstmal. Ja, friss aus. Stupid. 25%, aber da würde ich ihn töten. Und hier töte ich nur, wenn ich ihn kritisch treffe. Ja, 25 oder 75? 75. Risiko? Risiko. Ja, ne? Deal with that one now. As good as dead. Daneben. Ja, macht Verstärkung. Nehmen auch jetzt. Alter Dreier. Sauber einer reingewirkt. So.
stehen sie mal weg. Ich weiß halt nicht, ob das Gedankentrolle wirklich so ein mehrere in dem Radius betrifft oder halt nur einen einzigen. Ja. Hab ich mal eingegraben. Alter. Hat aber ordentlich reingezimmert. Oh, die kommen jetzt hier hoch. Die haben nur 14 Leben und trotzdem. Bin ich jetzt wieder getarnt? Oh, ich bin wieder getarnt. Das ist natürlich cool. Das heißt, ich kann nochmal einen heimlichen Angriff machen. Wenn ich jemanden sehen würde. Ich lade mal nach. Und gehe auf Überwachung. Overwatch. Bormen. Mein kleines Schweinchen. Dich schicke ich mal hier hin und setze ich auch auf Überwachung. Overwatch. Und sobald die da hinten rankommen, gibt es eine Ladung. Sag mal, du kannst mal nachladen. 25%. Man hat einfach so eine niedrige Trefferchance. Das ist immer so nervig. Weil halt auch so, man kommt damit ja nicht voran, ne? Wieso kann er ihn immer noch angreifen? Overwatch. Er ist eben auf Überwachung im Nahkampf, was? Er ist hoch und geht hinten runter. Gut. Immerhin. 25, 25. Keiner. Gut, sind wir getroffen. Ich mach das jetzt, glaube ich, einfach mal. Das ist jetzt 50% Chance, dass es funktioniert, oder? Achso, ja. 50%. Achso, blöd. Es war klar, es war so klar, dass das natürlich nicht funktioniert. Es funktioniert nie. Egal was ich mache, es funktioniert immer nicht. Wie nah soll ich denn noch gehen? Die treffen die auch nicht.
Und heilen. Amen to that. Hey, unseren ersten Kill. So, da kann ich mir eine Granate reinschmeißen. Da lohnt sich das wenigstens. Erstmal nachladen. Muss ja nicht die Aktion verschwenden. Ja, doch bloß ein Molly. Das mache ich, das kostet zwei Aktionen, klar. Ich treffe bestimmt nicht. Yes. Oh, doch, ich habe getroffen, Mensch. Deal with that one now. Die treffen einfach immer. Overwatch. Er trifft auch. Mhm. Er trifft auch. Es ist doch so sinnlos. Ich meine, das ist jetzt der Weg, wo ich weitergehen muss. Ich komme jetzt nirgendwo anders lang. Man ist einfach immer in der Unterzahl und ich habe auch keine Chance irgendwie. Ich muss da hinlaufen. Was ist denn das für eine Verarsche? I'm okay. I'm okay. Ich muss da auch noch hinlaufen. Stehe ich hier mitten auf dem offenen Felde. Dann bis jetzt habe ich nur die Zusatzeinheiten entfernt. Oh doch, ich hab getroffen, Mensch. Nein, die bleiben auch einfach da hinten nur stecken. Ah, das hab ich mal erwischt. Ne? Macht der nichts oder was war das jetzt? Put that ugly man out of my misery! As good as dead! Hat da unten schon daneben geschossen. Jo, gut erwischt. Dann geht's zumindest noch ein bisschen in Deckung. Sogar wieder in. Kannst du mal probieren nochmal? Ja, sehr schön. Das hat funktioniert. Unten war noch auf Überwachung. Oh, jetzt kann ich ihn steuern. Ach so, ich kann ihn sogar wirklich selbst steuern. Das ist ja cool.
Dachte, sie übernimmt dann der Computer. Okay, dann wird wahrscheinlich Markus noch im Dings drin bleiben. Das ist irgendwie schon ziemlich cool, wenn du die steuern kannst. Leute aus. %. 25%. Dann ist der mit 50 noch besser. Pow. Hey. Getroffen. So. %50 und auf ihn da hinten. 25. 25, 25. 50. Oh, erstmal noch eine Überwachung. Moment, ist sogar noch mal dran. Ich dachte, der wäre schon dran gewesen. Der Moment, wo er sich rübergelehnt hat. Er wird seine eigenen Leute in den Dreck werfen. Ich kann ja nicht vorbei, weil Hammond da steht. Das ist der Runde noch niedergeschlagen. Ist er dort, wo er steht? Kann ich ihn auch nicht treffen. Lade ich mal nach. Versteck mich. Du lädst auch nach. Und versteckst dich. Und du legst auch nach. Also es ist eine spannende Runde hier gerade. Und richtig, versteckst dich. Ja, gut, ne? Der da unten, der nervt ihn so. Der rennt einfach nur hin und her und versteckt sich da in seinem Kackzug. Weg. Ja, 11 Schaden. Total overpowered, aber. Hm.
Ich kann nicht überwachen, was der kann. Was passiert jetzt? Weil dort, wo er steht, kann ich ihn nicht treffen. Wenn ich rauskomme, wird er mich sofort niederdreschen. Ich kann ihn, gleich niederknüppeln. Ich ziehe es aus der Reichweite. Kann ich ihn jetzt niederknüppeln? Nö. Niederknüppeln geht halt nur in dem Radius auf der Ebene, wo ich gerade bin. Ich kann jetzt zwar hier runter gehen. Dann kriege ich bestimmt gleich von ihm eine reingewirkt. Das hat keinen Sinn. Overwatch. Overwatch. Oh, er bewegt mal. Bewegt sich mal. Mensch, jetzt kann ich sie noch mal angreifen. Was weiß ich, Junge? Ich wurzel dich da fest. Wenn du da festgewurzelt bist, kann ich die ganze Zeit schön abschießen. So, und unser Schweinchen. Und halt mal die lange Knarre. Na gut, er kann jetzt angreifen, aber er trifft bestimmt wieder nicht. Was, wo kommt der denn auf einmal her? Was? Was? Aber immer kommt da so ein Hund angespackt und springt hier auch einfach hoch. Alter, wie will eben alle der Kackhund? Verbrennt er zumindest. Stay away from me. Ja, stimmt, wegen solchen Brandschaden. Holt jetzt auch noch Verstärkung. Alter. Die sind alle über mir am Level. Level 30. Bin ich hier an der falschen Ebene gelandet oder was? Der ist eben verbrannt. Warum kann ich den nicht kontrollieren? Einer ist immun. Und nochmal ordentlich hier reinzumummen.
Okay, unser Hund verbrennt eigentlich. Vielleicht können wir nachladen. Und mich mal auf Overwatch setzen. Und jetzt noch mehr. Ja, natürlich. Ruft Verstärkung. Was soll denn dieser Scheiß hier, bitteschön? Hast du diesen Kampf gerade so mit Ach und Krach irgendwie geschafft? Dann kommt hier ein so eine verträumte Köter an. Und jetzt holt er Verstärkung und die Verstärkung holt nochmal Verstärkung. Cool. Kann ich schnell Reise machen und einfach abhauen? Geht auch nicht. Ich brauche für einen Köter. Ja. Für einen Köter brauche ich 2 Runden. Im Normalfall. Ihr könnt alle mal da hochgehen, dann kann ich euch alle festwurzeln, wenn ich es hinkriege. Ich hab gesagt, ey, halt alle da hochgehen, ich würde alle runterschrennen. Das heißt, habe ich 200 da. Festgehalten. Oh, ich bin gar nicht gekillt. Der hat ihn gekillt? Er kriegt ihn gekillt. Darf man nachladen? That's a rock. Dass er wieder nach hinten so runtergefallen ist. So. Und du boxst ihn mal hier nieder. Die zwei da hinten können eh noch nicht laufen. Also kriegen wir es vielleicht sogar noch hin. Ich nehme erstmal ihn und gucke mal. Alle der niedrige Trefferchance. Wieder hin sind halt nur noch eine Runde festgehalten, danach können die wieder laufen. Da kriege ich es wahrscheinlich doch nicht hin. Ist egal, wo ich habe überall eine 50%ige Chance zu treffen. Von hier hatte ich 50. Naja. Dann 70 ist nur noch besser. Ja, schieß jetzt komplett in die Botanik. Ich glaube, habe ich schon irgendwo anderes höhere Chancen zu treffen? Nee. Ich habe nirgendwo eine höhere Chance. Aber ich kann dich aber festhalten. Hm.
schieße einfach mal so und hoffe, dass es funktioniert. Oh, sogar kritisch. Schön. Immerhin etwas. So, jetzt muss ich wieder festhalten. Und nochmal. Boah, nochmal getroffen. So, kannst du ja mal nachladen. Und gib ihm Saurus. Sogar getroffen. Mensch! Langsam üben sie hier. Außer Reichweite dachte ich mir schon fast. Dann lädst du mal nach. Und bitteschön. Lass mal mit ihr schießen. Also sie braucht 2 Kills für. Okay, dann ist egal. Gut, unser Mutterhund ist platt. Knock knock. Knock knock. Und bitteschön. Bam. Guck mal, 5 Kilometer vorbeigeschossen. Erwischt. Auch erwischt. Und wenn er es auch noch trifft, dann haben wir das sogar geschafft. Dann haben wir diesen Bahnhofkampf überlebt. Muss uns zwar 2-mal Medikopf nutzen. Ja, da haben wir's. Und es jetzt nicht 5 Level gibt. Na, immerhin sind wir jetzt auch auf. Level 25. Aber mit dem Level Up können wir uns auch bloß nichts kaufen. 4 Punkte. Bringt uns gar nichts. What do these freaks want? What is this weapon they were talking about back there? I heard the stories about these guys. They were supposed to be searching the ruins of the ancients, searching for, I don't know, magic relics, dangerous relics. This shit gives me heartburn. Do these relics happen to kill large amounts of people? Kann aber da oben lang laufen. Gut, aber mit Blick auf die Uhr sehe ich gerade, dass hier eine fette Knarre liegt. Hey, hier liegt noch eine Knarre. dass der Kampf ziemlich lange gedauert hat. Und yeah, wir haben wenigstens einen Medikament wieder. Sind wir bei 6. Mit 7 sind wir, glaube ich, reingegangen in den Kampf. Wie ich mal hier erkunden und mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo eine fette Kiste finden, wo mal ordentlich fette Zeug drin ist, eine dicke Knarre oder sowas. Weil halt ein Levelaufstieg bringt uns eigentlich gar nichts. Die Levelaufstiege machen halt nur die Mutation. Das sind halt nur Fähigkeiten, aber damit wird dein Schaden nicht erhöht oder sowas. Ich habe wieder eine kritische Trefferchance. Ja toll, dann mache ich immer einen Schaden mehr, wenn ich überhaupt erst treffe. Das ist ja immer so 25%ige Chance zu treffen und davon dann aber 75% kritisch. Ja, wenn ich überhaupt nicht treffe, ist auch der Crit egal. Ja. Ja, oder wie immer gesagt, wie man es ja. This is like a house with wheels. That's not a bad idea, actually. Ja, ne, eindeutig. Wie wir hier den Zug und den Bahnhof weiterkunden, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und wie wir den Zug jetzt hier erkunden und das Haus dann, das werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn wir hier diesen Zug und den Bahnhof und so alles erkunden. Warum ist denn da oben noch so ein Roter? Es wird nur angezeigt, wäre hier wie so ein Gegner. Oh, der ist ja schon längst tot. Na gut, aber wie wir dem Geheimnis auf die Spur gehen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und dann... Ciao, ciao.